So, als nächstes begrüßen wir eine Frau, eine wunderschöne Frau. Und die hat beim letzten Mal leider einen Riesenfehler gemacht. Die war ziemlich gut. Und wer hier gut ist, der kriegt hier die Höchststrafe. Der muss die Woche drauf nämlich nochmal ran. Hier ist Julia Goldstern. Applaus! Hallo, schön wieder hier zu sein. Hat jemand von euch Schwiegertochter gesucht gesehen? Kennt ihr Schwiegertochter gesucht? Was ist denn da los, alter Schwede? Da suchen Typen eine Frau, die nicht nur noch bei Mama zu Hause wohnen, nee, die schlafen auch noch bei der im Bett. Ich meine, was sind denn das für Familien? Wo schläft denn der Papa? Bei der Tochter im Keller oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, oh, könnt ihr aber echt mal sagen hier. Ja, schlimm. Also, ich gucke solche Sendungen ja auch echt nur, um zu gucken, wie normal ich noch bin. Und ich finde, solange man sich nicht selbst bei Schwiegertochter gesucht oder Frauentausch sieht, ist auch noch alles okay, oder? Und das kann man ja auch wirklich selber bestimmen, ja? Wovor wir Frauen aber wirklich Schiss haben sollten, ist, dass irgendein wahnsinniger Verehrer oder Ex-Freund auf die kranke Idee kommt und uns den Kalbflaume auf den Hals hetzt. Ich meine, stellt euch doch mal vor, da sitzt man noch nichts an und guckt Schwiegertochter gesucht und denkt so, boah, krass, wen wird er jetzt wohl nehmen, die Geisteskranke oder die Irre? Ey, und auf einmal ist er vor einem. Hallo, bist du Julia? Ich habe hier ein Video für dich. Hast du eine Idee, von wem das sein könnte? Ja, von irgendeinem Idioten, weil ich habe schon seit 10 Jahren keinen Videorekorder mehr. Boah, ey, aber zum Glück, der Kai, der hat noch einen Videorekorder, nämlich in seinem Love-Mobil. Boah, Leute, und ich möchte auch echt nicht wissen, was der da noch so in seinem Love-Mobil hat, weil wie überredet er denn immer die Mädels, diese jammernden Kackbratzen von dem Video zurückzunehmen? Oder? Also jetzt mal im Ernst, ja? Hey, und der Kai, der weiß aber auch ganz genau, wie der auf Frauen wirkt, ja? Ich meine, wenn der, weil nur die Liebe zählt, sagt, hallo Julia, ich habe hier ein Video, dann geht der Satz in Gedanken doch eigentlich weiter. Ich weiß, eigentlich würdest du viel lieber von mir in dem Wohnwagen gebumst werden. Vielleicht später. Zuerst musst du diese jammernde Kackbratze von dem Video zurücknehmen, denn das brauche ich für meine Sendung. Also, aber jetzt mal ehrlich, das sind die Typen aber auch echt selber schuld, oder? Ich meine, wie kann man denn so hohl sein und der Frau, die einen verlassen hat, weil man offensichtlich scheiße ist, die Pflaume nach Hause schicken, ja? Aber die Pflaume, zum Glück, sie kriegt auch immer wieder alle zusammen. Ja, Gott sei Dank, weil sonst haben diese Horrorpärchen ja auch echt keine Chance. Weil das ist nämlich die einzige Chance, damit sie dann noch in ihrem Leben sich so richtig über den Arsch verschulden können. Weil dann kommt nämlich schon der nächste Sunnyboy um die Ecke. Peter Zwiggert! Natürlich mit Kamerateam, ne? Ist ja klar. Und dann, Leute, ich sag's euch, dann wird's aber auch schon so ein bisschen eng in der IKEA-Muffbude, weil normalerweise ist da auch schon die Supernanny vor Ort, die gerade versucht, den jüngsten Sohn davon abzuhalten, auf Tine Wittler einzuschlagen, die eigentlich nur eine Kerze auf den Wohnzimmertisch stellen wollte. Und alarmiert von dem ganzen Theater stürmen dann auch noch Toto und Harry in die Wohnung und schlagen erstmal mit auf Tine Wittler ein. In dem Moment, wo ich denke, boah, krass, Julia, was schaust du dir hier eigentlich an, ja? Werde ich von der Werbung unterbrochen. Und die Antwort erscheint mir wie eine Erleuchtung auf dem Bildschirm. Din, 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 mein RTL. Danke. Julia Goldstern. Bist du bereit für das harte Urteil unserer Jury, Julia? Ja. Wir treten vor die Jury. Ich mache es so ein bisschen spannend wie bei DSDS. Herr Glüge, wie fanden Sie die Julia? Ist das so Ihr Typ eigentlich? Also ich bin hin und weg. Ja. Du brachtest irgendwie meine Flöte hier zum Vibrieren. Gut gesetzter Witz. Stopp! Ihr was? Vibriert dann auch immer bei dem Witz, den Sie machen. Also von mir ein klares... Sie wirken erregt, Herr Glüge. Von mir ein klares Go, aber warte hinter der Bühne auf mich. Oh, du hast jetzt warte das Go. Hinter der das Bühne. Go hast du schon von mir hast du bekommen. Ich kann nicht ausgehen.